Hallo und herzlich willkommen. Und zwar sind wir heute hier mitten an einem Berg unterwegs. Und wir haben gehört, dass irgendwo so 100, 120 Meter oberhalb eine Felsspalte vorhanden sein soll. Und in dieser Felsspalte soll ein Relief vorhanden sein. Und das wollen wir euch heute zeigen, wenn wir es denn finden. Den genauen Spot habe ich nicht, aber vielleicht werden wir ja fündig. Im Internet steht auf jeden Fall, dass man gut zu Fuß sein muss und dass es auch nicht ganz ungefährlich ist. Also ihr seht, ich bin schon ein paar Meter oben. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir das auch finden für euch und für uns natürlich auch. Puh. Eine Drohne wäre gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwierig sein soll zu erreichen. Und ich hoffe natürlich auch auf ein paar Fußabdrücke, aber die sehe ich aktuell noch nicht. Und leider wird es auch langsam dunkel. Alter Schwede. Oh. Oh. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Oh. Ja, ganz ungefährlich ist die Nummer definitiv nicht. Aber hier ist es zumindest schon mal nicht. Oh. Da geht's wieder runter. Oh. Oh. Heftig. Oh. Leute, was machen wir alles, um die Geschichte zu erzählen? Es ist unvorstellbar. Spalte. Bitte? Hier bin ich. Hast du sie? Ach, Emily hat sie. Puh. Super, Leute. Emily hat sie gefunden. Alter, ist er steil. Ist er steil. So, bis gleich, Leute. Ihr müsst das nicht mit anhören, bis ich hier sterbe. Guck mal, da ist ein riesen schwarzes Loch. Okay, dann geh mal vor. Zwei Augen sind ja besser, sehen ja mehr. Hier. Genau. Ja, du bist ja spannend. Willst du deine Tasche nicht lieber unten lassen? Nee. Will ich nicht. Das ist nicht das Problem. Sondern? Da ist es unproblematisch. Man muss jetzt erstmal nur Also sie hat gesagt, das ist da und jetzt ist es nicht da. Beziehungsweise nee, es ist nicht da. Du hast es doch noch nicht gesehen, ob es da ist. Ja, dann bin ich mal gespannt. Also ich bin bewusst den Weg ja gerade nicht hochgegangen, weil der mega steil ist. Und den wollte ich mir eigentlich aufheben, wenn es nichts mehr anderes gibt. Aber Emily ist gleich oben. Ja, dann hinterher, Jörg. Wahrscheinlich gleich die Höhenrettung anrufen. Ja.
also zum Verständnis. Und was sagst du? Anstrengend? Aber sieht gut aus, oder? Weiß ich noch nicht. Ich sehe nur einen riesigen Stein, der uns zerschlägt. Vielleicht wäre es doch gut gewesen, es guckt erst mal nur eine. Ach. Ja, so wie ich jetzt gerade hochgehe, brauchst du jetzt auch nicht ganz gut. Hat sich auch schon nicht meine Idee? Na, genießen wir ein bisschen die Aussicht unter diesen wunderbaren Steinen. Also, wir sind jetzt locker 70 Meter, 80 Meter hier oben hochgekraxelt, 60 vielleicht. Schwer zu sagen. So, und Emily sitzt da drin in der Felsspalte. Ja, an dieser Stelle, Leute, vielleicht ein kleiner Aufruf. Wenn ihr Menschen, Opa, Oma, Großeltern, Freunde, Bekannte, wen auch immer habt, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, Erste wird schwierig, oder die Nachkriegszeit und Erinnerungen haben, die sie gerne teilen möchten, auch von natürlich Nachkömmlingen, also wenn ihr euch vielleicht angesprochen fühlt, ihr habt eine spannende Story, könnt ihr die gerne mit mir teilen. Ich habe außerdem vor, mal vielleicht auch ein Interview zu führen, das dann mit einzubauen. Wir können aber auch so machen, dass ihr mir per E-Mail schreibt, was die Menschen erlebt haben. Und dann kann ich das in meine Videos mit einbauen, wenn ich zum Beispiel im KZ bin oder an verschiedenen Bunkeranlagen, wo Menschen halt was miterlebt haben. Also ja, lasst mich gerne teilhaben. Und? Ich muss selber gucken, ob du da weitergehen würdest. Also man kommt weiter. Ja. Aber es ist, wie schon gesagt, nur eine Spalte. Ja, ja, so wie im Fernsehen angegeben. Aber kein Bild, ne? Also so, dass man sieht, ob das nur ein Loch ist, wo man erstmal durch muss. Ja. Kannst du mal nehmen? Und Film, es läuft noch. Dankeschön. Okay. Fuß hängt fest. Okay, und da geht's. Soll es weitergehen? Hier ist eine Lampe. Dankeschön. Man kann oben drüber gehen oder unten runter. Ach, Leute. Und wo soll es da lang gehen? Da durch? Ja, ja, geht noch ein Stück. Da ist doch. Ja, aber Emily, da ist doch kein Weg. Ja, aber man kann noch oben über den Stein weitergehen. Da ist auch viel Platz noch. Also, da bin ich raus, ich bin ehrlich. Das ist es nicht hier. Weil es einfacher aussah? Nee, es gibt ja keine Bilder. Es gibt nur Bilder von dem Kopf. Boah, Leute. Da komme ich nicht durch. Die Frage ist auch, ob es da lang geht. Nur mal, dass ihr. Hier ist kein Platz mehr zwischen mir und dem Felsen. Ich glaube nicht, dass es hier ist. Hast du denn noch was anderes gesehen? Ja, es gibt ja noch genug Felsspalten hier. Du hast mich ja gerade weggerufen. Ja, die sah jetzt aber, weil er auf dem Weg drin ist, sah die jetzt nicht so uninteressant aus. Huh.
Ja. Willst du nicht lieber rückwärts? Da kannst du dich festhalten. Okay. So, dann, wenn sie rutscht, rutschen wir auch, oder? Aua. Kann sich ja auch hier nichts mehr festhalten, weil alles voller Dörner ist. Aber im Zweifel Verdörner in den Fingern, als den Berg runtergefallen. Der Höhenretter. Im Zweifel ist es der Höhenretter. Lassie, hol Hilfe. Ja. Okay, erstmal eine Rauchhöhle. Du warst da schon? Da war ich. Komplett? Ja, da ist nichts. Okay. Und du hast da eigentlich schon was gesehen? Ich wollte da noch lang gehen. Na dann. Sieht nicht gut aus. Und es wird vor allem dunkel. Das ist zu risikoreich. Wir haben uns außerdem getrennt. Und es ist wirklich sehr, sehr rutschig und gefährlich. Leute, wir haben gerade noch mal auf das Foto geguckt. Und wir waren drin und wir haben es nicht gesehen. Ich muss also jetzt noch mal hoch. Emily hat keine Lust mehr. Und ich mache das jetzt noch mal. Leute, ich habe es gemacht. Ich habe den Stein genommen. Hier oben lang, in der Hoffnung, dass ich es hier irgendwo sehe. Aber das Einzige, was ich hier finde, ist eine alte Kanne. Wahrscheinlich Geocache. Ja, Geocache. Das bedeutet, wir müssten eigentlich richtig sein. Aber mehr kann man nicht machen. Nee, ist hier nirgendwo. Alles voller Spinnen. Vor allem sollte er 50 cm groß gewesen sein. Da muss er ja irgendwo hier sein. Und dieser eine Stein. Ja, herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Tatsächlich habe ich den langen, langen Weg nochmal auf mich genommen. Ich muss ehrlich sein, nicht ganz, weil ich war beruflich hier in der Ecke und musste nur ein paar Kilometer Umweg fahren, damit ich hier diesen wunderbaren Ort noch mehr erreichen kann. Und ich habe mir im Vorfeld nochmal Gedanken gemacht, wo ungefähr das Relief ist. Ich habe auch Kontakt gehabt mit jemandem aus Facebook und auch aus Instagram. Der hat mir nochmal genau gesagt, wo es sein muss. Und deswegen hoffe ich mal, dass wir das heute bei schönem Wetter und im Hellen da auch finden. Ich habe dem Falk Bescheid gesagt, dass wenn ich mich in anderthalb Stunden nicht melde, soll auf jeden Fall die Polizei und die Höhenrettung anrufen. Jetzt ist gerade ein bisschen viel Verkehr. Ich möchte das natürlich hier auch nicht zu sehr aufmerksam, also dass eine zu hohe Aufmerksamkeit dann hier auf mich geworfen wird, weil das ist nicht ganz ungefährlich und glaube, die Menschen denken wahrscheinlich, dass mir was passiert oder so. Also Falk weiß auf jeden Fall Bescheid. Ich habe ihm gesagt, eine anderthalb Stunden ab jetzt. Es ist auch eine Menge passiert in der Zwischenzeit. Emily hat mittlerweile einen Freund und seitdem haben wir leider, was auch zu erwarten war, nicht mehr ganz so viel Kontakt. Beschränkt sich quasi nur noch darauf, dass sie meinen Hund nimmt. Ich nehme ihren Hund. Das bedeutet, sie war ja in dem ersten Video oder in dem ersten Teil des Videos mit dabei. Jetzt ist sie nicht mit dabei. Ich bin heute hier komplett alleine und hoffe natürlich, dass ich das gleich für euch und für mich finden werde. Also von daher, seid gespannt. Wir gehen jetzt mal los, oder? Thank you.
So, meine Freunde, also ich bin total aufgeregt. Hab mir zwei Akkus eingepackt, damit wir auf jeden Fall genug Strom haben. Ich habe mir eine kleine Lampe mit eingepackt. Und ich bin nicht vorbereitet. Ich habe ganz normale Sneakers an. Und jetzt wollen wir mal da mal hochzugehen mit den Sneakers. So, da war schon das erste Auto. Also letztes Mal hatte ich gute Boots an. Die haben auf jeden Fall ordentlich was ausgemacht. So. Drückt mir die Daumen, dass keiner die Höhenrettung ruft. So, so. Habe ich das ja im Dunkeln gemacht. Ja, für euch ist das Video gerade. Oh, jetzt hat es gut schön. Neue Schuhe kaufen. Wir werden wieder keine Kosten und Mühen gescheut. Da soll das irgendwo drin sein. Und Leute, und ich mache schon Sport, aber das ist definitiv das Asthma. Aber ich habe jetzt gelernt, das Mikrofon ein bisschen weiter weg zu packen, damit das mit dem Atemgeräusch nicht ganz so laut ist. Ich hatte das früher ja direkt an meinem Mund dran und hatte das dann noch nachbearbeitet mit dem Fokus auf die Männerstimme. Deswegen war das damals bei den ersten vielen Videos am Anfang, wo ich die Funkstrecke hatte, sehr, sehr laut mit dem Atmen. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Schau mal. Also sind die locker 40, 60 Meter bis zum Auto. Entschuldigt. Übrigens, jedes Mal, wenn ein kleiner Pupser rauskommt, bin ich aufgeregt. Und wenn ihr möchtet, kommentiert das immer, wann das war. Also welche Minute in dem Video. So, wenn der weg ist, wenn die beiden weg sind, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Das Erste, was ich gleich machen muss, mit meiner Schulter. Oh mein Gott. Schau mal. Das ist doch verrückt, oder? Mama, wenn du das siehst, ich mach das nur für die Follower. Sein. Wo soll das bitte sein?
0,0 Grip mit den Schuhen. So. Überall Autos hier. Schau mal, das sieht so gefährlich aus. Alter, jetzt kommen gerade nur Autos. Ich muss euch mal wegpacken. Man kann sich auch nirgendwo festhalten. Das kann doch eigentlich gar nicht so hoch sein. Ich hab's. Leute, ich hab's. Ich habe es. Es ist nicht euer Ernst. Da oben ist es. Nicht zum Nachahmen, insbesondere nicht mit solchen Schuhen. Das sind 6 Meter und ich habe dich gefunden. Ich habe dich gefunden. Leute, macht das bitte nicht nach. Adolf Hitler. Hier steht sogar da Adolf Hitler. Sogar hier mit Anzug an, richtig sauber rausgearbeitet. Und hier hat man auch noch irgendwas reinschreiben wollen. Eichenlaub könnte das eventuell sein oder ein Schwert. Wahrscheinlich aber eher ein Eichenlaub. Und der Kampf 1933, Leute. 1933. Schwer zu sehen. 1933, da sieht man es. 1933, das Eichenlaub und hier steht irgendwas. Hier nur dein Kampf
weiß es nicht, Leute. Ich kann es leider nicht lesen. Ich versuche mal mit dem Licht ein bisschen zu spielen, dass ihr das vielleicht erkennen könnt. Ich kann es definitiv. Aber hier ist ein Eichenlaub. So. Das heißt, es ist auch Zeit, wieder zu gehen. Hoffentlich lebendig hier runterzukommen. So, ich mache noch ein paar Fotos fürs Thumbnail und dann sehen wir uns gleich wieder lebend. Mir geht's gut. Dem Ton geht's auch gut. Und ich zeige euch noch mal kurz den Blick nach oben. Leute, macht das nicht zu Hause nach. Und da war ich letztes Mal drin. Und das hier ist jetzt der Weg runter. Wir warten nochmal die Autos ab und dann geht's hier gleich runter. Und dann melde ich mich von unten nochmal wieder. Was jetzt passiert, lasse ich das Mikrofon mal laufen. Ach, fuck ist das. Warte, das muss ich euch zeigen, ey. Es geht einfach senkrecht runter. So, ich bin schon hier. Und ab hier kann ich eigentlich die Kamera wieder laufen lassen. So, auch dieses Stück Geschichte wurde bis jetzt auch wieder entdeckt, dokumentiert und euch zugänglich gemacht. Und das übrigens gratis, Leute. Jeder, der hier mein Content nicht feiert und irgendwelche Sprüche los wird, den blockiere ich, weil Leute, der Content ist gratis und wenn er euch nicht gefällt, dann schaut einfach nicht hin. Deswegen bin ich beim Blockieren mittlerweile sehr, sehr schnell geworden. Oder so? LKW. Und hinter mich. So, jetzt ist es auch gleich egal. Kleine 15 Meter. Und natürlich ohne Handschuhe. Und obwohl ich Handschuhe gekauft habe extra. So, jetzt Meter. Wir haben es geschafft. Wir haben es zusammen geschafft. Da waren wir gerade drin. Wie lange ich darauf gewartet habe. Wie lange ich darauf gewartet habe. Oh. Alter, das ist nicht wahr. Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären kann. Wenn es was gibt, was ich unbedingt sehen möchte, dann gebe ich so viel Energie da rein, dass ich das finde, dass ich da hinkomme, dass ich das sehe und euch dokumentieren kann. Da ist selbst mein eigenes Leben ist zweitrangig. Mama, hast du nicht gehört? Alter Schwede.
Ah, das ist krass. Ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft. Also Leute, ich hoffe, ihr feiert mein Engagement und die Locations, die ihr sonst kaum sehen werdet, wenn ihr diesen Kanal nicht folgt und abonniert. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, ich verlange nicht, dass ihr eine Mitgliedschaft oder so abschießt, dann guckt die Videos gerne zu Ende, guckt euch die alten Videos an. Vor allem sagt euren Freunden, dass es diesen Kanal gibt. Jeder, der so ein bisschen geschichtsinteressiert ist, ein bisschen auf Adventure steht und das alles gepaart in einer Dokumentation, der soll diesen Kanal bitte abonnieren und mir folgen. In diesem Sinne, hinterlasst bitte unbedingt einen Kommentar. Das ist das, was ich mir von euch wünsche. Ein Kommentar, wenn es nur ein Punkt ist.